Zurzeit ist es nicht so lustig. Bleibt gesund und passt auf die Alten auf. Hallo, moin moin, servus, grüß Gott, wo auch immer ihr herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Ja, kurzes Wort noch, bevor es gleich losgeht. Corona, 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 alle sprechen über Corona. Ich wünsche euch, dass ihr gut über diese Zeit, durch diese Zeit kommt, dass die Einschläge nicht zu nah bei euch kommen. Ja, ich denke mal, mit einem gesunden Mittelweg und Gehirn einschalten, werden wir diese Situation alle ganz gut hinkriegen. Ja, wir wollen heute rüber in die Holzwerkstatt, wollen ein Gehäuse bauen. Und vorab müssen wir noch eine kleine Messung machen. Warum ist das so? Ich hatte euch beim letzten Video ja zum Schluss hin so ein bisschen die Frage gestellt und ihr konntet kommentieren, welche Art Lautsprecher die neue Filius werden soll. Das Gehäuse hier ist ja noch von der alten. Und wir hatten zwei Optionen zur Auswahl. Einmal eine Standardbox mit Standardfiltern, 12 dB oder sowas. Oder halt einen zeitrichtigen oder genauer gesagt impulsrichtigen Lautsprecher. Ihr habt sicher gemerkt, ich hatte mich letztes Jahr ja schon so ein bisschen entschieden, konntet ihr euch schon denken. Und es soll eine zeitrichtige Box werden, eine impulsrichtige. Zeitrichtig ist eigentlich der falsche Ausdruck. Was heißt impulsrichtig? Angesprochen hatte ich schon, vom Hochtöner und vom Bass müssen die Impulse, die so kommen, gerade im Übergangsbereich, in der Trendfrequenz, gleichzeitig zum Ohr kommen. Und wie gesagt, bevor ich jetzt in die Holzwerkstatt gehe und ein Gehäuse baue, und mir da genauere Gedanken mache, muss ich noch eine Messung machen. Ja, und die Messung ist im Grunde, wie weit der Hochtöner zurückgesetzt werden muss in der Schallwand, damit das akustische Zentrum, also die Stelle, wo der Schall entsteht, ich verlinke euch das nochmal vom letzten Mal, da hatte ich es erklärt, ja, dass der Schall, der entsteht, gleichzeitig zum Ohr kommt. Dort für diesen ganzen Umstand habe ich das Mikrofon jetzt von der Höhe eingestellt, dass es sich etwa zwischen diesem Bass und dem Hochtöner aufhält. Den Hochtöner hier unten, den könnt ihr vergessen, der ist jetzt nicht mit angeschlossen. Es geht mir jetzt eigentlich nur darum, dass ich den Bass und den Hochtöner in irgendeiner Art und Weise ungefähr in dem Abstand habe, wie es später werden soll. Und als zweiten Umstand habe ich den Hochtöner auf ein Brettchen geschraubt und kann hier jetzt problemlos nach vorn und hinten schieben, um den idealen Punkt zu finden. Ja, ich baue mir die Kamera um, dass die von der Seite filmt, dann könnt ihr ungefähr diesen Versatz sehen und ich werde am Rechner gleich nebenbei Messungen machen. Und wenn wir das im Kasten haben, dann gehen wir rüber in die Holzwerkstatt. Ja, wie sieht die Messung jetzt aus, die wir noch fix machen wollen? Wie gesagt, ihr habt jetzt die Box hier von der Seite zu sehen. Das Mikrofon steht hier, so ungefähr auf Ohrhöhe, späterer Ohrhöhe. Und ja, der Hochtöner schließt jetzt hier so halbwegs mit dem Bass ab. Das wäre jetzt ein normaler Einbau in einer Front. Und was ich jetzt im Grunde euch zeigen möchte, sind die Impulse, die so eine Box macht. Und zwar der Bass und der Hochtöner im Einzelnen. Und dafür schiebe ich jetzt mal den Hochtöner zurück. Okay, mache jetzt erstmal eine Messung. Ja, was erwarte ich denn jetzt? Dass ich in einer Impulswiedergabe, in einem Impulsdiagramm auf dem Bildschirm zuerst den Bass sehe. Und der Hochtöner, der würde dann etwas später kommen, weil er halt einfach einen längeren Weg zum Mikrofon hat. Lass uns mal schauen, wie das aussieht. Ich sage Measure. Ich sage Start Measuring. Okay, das war die Messung. Was sehen wir denn jetzt hier auf dem Bildschirm im Grunde? Ihr könnt hier sehen den Bass, wie er sich aufschwingt. Und ja, dann schon wieder im Grunde abfällt mit seinem ersten Impuls, der erste Impuls, der kommt. Und der Hochtöner, der kommt hier deutlich später, der ist hier mitten im Gewirr, diese scharfe Flanke, typisch für einen Hochtöner, also sehr, sehr steil und fällt schnell wieder ab. Das ist eine typische Sprungantwort von einem Hochtöner. Ja, wir sehen, der kommt viel zu spät. Wir können das auch mal schnell ausmessen, wenn ihr wollt. Also die höchste Stelle vom Bass ist hier so bei 269 Mikrosekunden und die höchste Stelle vom Hochtöner ist jetzt hier bei 0. Das heißt, der Hochtöner kommt 265 Mikrosekunden später. Ja,
Und mit der ganzen Geschichte, die wir hatten, ich glaube, beim akustischen Kurzschluss war es, mit Schallgeschwindigkeit und Wellenlänge und sowas, kann man jetzt ausrechnen, letztendlich, wie viel Zentimeter sind denn das Versatz? Um die 260 Mikrosekunden sind es. Ruckzuck mal ausgerechnet. So. Und da bekomme ich jetzt einen Versatz raus von etwa 9 Zentimetern, die der Hochtöner gegenüber dem Bass hat. Und ja, lass uns das Ganze mal kurz nachmessen, ob das auch stimmt. Wenn ich hier das Maßband dran halte, ja, dann sehe ich etwa 10,5 Zentimeter Versatz und nicht 9. Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass nicht die Vorderkante vom Chassis entscheidend ist, so wie ich es gerade gemessen habe, sondern das akustische Zentrum. Und das liegt beim Bass halt ein Stück weiter drin. Und das ist genau die Sache, die wir rauskriegen wollen. Das andere Extrem wäre, kann ich euch auch schnell zeigen, der Hochtöner kommt viel zu früh. Muss ich hier hinten mal das Ganze etwas beschweren, dass es nicht runterfällt. Okay, ich mache mal die nächste Messung. Measure. Start Measuring. Okay, diese Messung habe ich jetzt auch auf dem Bildschirm. Sieht dann so aus, dass ich den Hochtöner zuerst habe, die steile Flanke. Er fällt dann auch steil wieder ab, weg. Das scheint eine Resonanz zu sein. Und dann ist Feierabend. Und der Bass schwingt sich irgendwo da hinten hinterher. Ja, so ein bisschen im Gewirr, ein bisschen eingedellt. Man kann das gar nicht so richtig erkennen. Aber was wir sehen können, ist, dass dieser Impuls sehr, sehr schlank ist. Typisch für den Hochtöner und typisch, als wenn ein Hochtöner alleine für sich arbeitet. Okay, jetzt machen wir mal eine Messung, so wie ich mir denke, dass es richtig ist. Und da kommen wir jetzt nochmal auf unseren Versatz, den wir da gerade eben hatten. Und zwar hatte ich gemessen, Kante zu Kante, 10,5 Zentimeter. Laut Messung sollte der Versatz aber 9 Zentimeter sein. Was für mich jetzt heißt, der Hochtöner muss 1,5 Zentimeter nach innen sitzen, damit der Schall von Hochtöner und vom Bass gleichzeitig zum Ohr kommt. Oder zum Mikrofon. Okay, lass uns mal schauen. 1,5 Zentimeter zurück. Einfach mal so über die Kante gelugt. So, ich denke mal, in der Kamera könnt ihr das jetzt auch sehen. Die Bassvorderkante ist hier und der Hochtöner sitzt eine ganze Ecke zurück. Und zwar diese besagten 1,5 Zentimeter. Und ich mache nochmal eine Messung. Ja, das ist die Impulsantwort, die ich da erwarte. Ich habe den Hochtöner hier und der fällt gar nicht so richtig ab und verschmilzt sich im Grunde mit der Sprungantwort vom Bass. Die ganze Geschichte ist hier jetzt etwas breiter geworden und damit habe ich in etwa schon eine ganz gute Sprungantwort erreicht. Also ich denke mal, den Lautsprecher, den wir jetzt drüben in der Holzwerkstatt aufbauen, den werde ich mal... Da werde ich mal diesen Versatz mit berücksichtigen. Ich habe vor, eine schräge Schallwand zu bauen. Und bei einer schrägen Schallwand vorne ist dann automatisch der Hochtöner, wenn er oben eingebaut ist, ein Stück zurück. Lass uns rübergehen. Ja, damit ihr die jetzt nun folgenden Bilder vom Aufbau dieses Lautsprechers besser einordnen könnt, zeige ich euch das gute Stück jetzt mal einmal vorab. Dann könnt ihr ungefähr sehen, was ich da jetzt gleich zusammengeschnitten habe beim Aufbau dieser Box. Ja, und zwar soll der Lautsprecher halt vorne eine schräge Front bekommen und das restliche Gehäuse ist komplett überall auf allen Ecken auf Gehrung geschnitten. Ja, was dementsprechend bedeutet, da muss man einigermaßen genau arbeiten. Die Rückwand ist auf Gehrung geschnitten und eingelassen. Ich habe das hier nochmal lose liegen, ich kann es euch zeigen. So sieht dann die Rückwand aus. Dementsprechend rundherum Gehrung. Die Seitenteile haben an drei Seiten Gehrung. Vorne lasse ich den Lautsprecher flach, da wird dann die Schallwand aufgeleimt. Ja, wie gerade schon angesprochen, kommt es auf Genauigkeit an. Hier stelle ich jetzt erstmal mit Hilfe der Levelbox meine Kreissäge schön genau auf 45 Grad ein. Und werde jetzt erstmal bei den Brettern lang abschneiden, 45 Grad.
Dabei ist es wichtig, dass ihr gleich alle Bretter auf einmal durchschiebt bei einer Einstellung. Zum Beispiel ist ja Deckelbrett und Rücken gleich breit. Dass ihr das alles in einem Rutsch sägt, dann habt ihr sichergestellt, dass die Bretter nachher alle auch die gleiche Breite haben und das ganze Gebilde, was ihr da zusammen sägt, nachher auch passt. In diesem Fall im Bild seht ihr gerade, wie ich die Bretter für die Seitenteile zuschneide. Und ja, dementsprechend könnt ihr da so auch so arbeiten. Ja, dann Seitenteile habe ich gerade schon gesagt. Die male ich jetzt hier mal, zeichne ich mal grob an. Das heißt, ich plus ein paar Millimeter, ich sag mal einen halben bis ein Zentimeter. Und jetzt säge ich den mit der Kappsäge erstmal grob ab. Ja, warum mache ich das grob? Wenn ich kleine Bretter habe, kann ich die einfach besser händeln beim Basteln. Und dementsprechend schneide ich mir das an der Stelle grob vor. Allerdings auf der einen Seite die Gehrung, die ich gerade auf der Kreissäge geschnitten habe, die sitzt jetzt natürlich schon. Ja, dann stelle ich die Kappsäge mal auf 45 Grad. Je genauer so ein Ding ist, desto besser. Und säge jetzt diese ganzen Seitenteile erstmal auf einer Seite an. Das heißt, die bekommen jetzt erstmal auf einer Seite alle ihren 45 Grad Schnitt mit der Gehrung und damit haben die Bretter schon mal auf zwei Seiten jeweils eine Gehrung dran und ihre Bezugskanten. Und alles andere mache ich dann danach, und zwar zeichne ich bei einem Brett als Musterbrett jetzt mal den genauen Abstand ein, den ich da haben will, die Höhe, da wo die andere Gehrung angesetzt werden soll. Dann stelle ich mir das auf der Kappsäge genau ein, dass ich da genau drauf sitze auf der Linie an einem Brett. So, und jetzt nehme ich mir einfach ein Hilfsbrett, das zwinge ich an der Kappsäge fest. Ja, und auf diese Art und Weise kann ich jetzt die Bretter alle auf 100% derselben Länge absägen, ohne dass ich da in irgendeiner Art und Weise Probleme kriege, dass zwei Bretter verschieden lang sind. So, und jetzt ziehe ich mir hier erstmal alle Bretter durch, alle Seitenteile durch. Ja, damit ist dann die Höhe schon gegeben für alle Bretter. Alle Bretter sind gleich, alles wunderbar, nur die Vorderkante müssen wir gleich noch beigehen. Nebenbei gesagt, hier habe ich gerade das zweite in der Hand, wichtiger Punkt ist, dass ihr euch überlegt, welches Brett muss denn noch diese Länge haben. Ja, und das ist die Rückwand und aufgrund dessen ist die Rückwand gleich auch noch fällig. Hier kontrolliere ich gerade nochmal, ob das alles soweit passt und ja, bin ich zufrieden mit. Hier die Rückwand. Gleiche Einstellung mit dem Anschlag hinten, säge ich die Rückwand ab. Damit ist sichergestellt, dass die Rückwand die gleiche Höhe hat wie die Seitenteile. Das ist einfach die Genauigkeit, die ihr beim Arbeiten dann haben müsst. Alles wunderbar. Ja, jetzt gucke ich nochmal nach. Zack, zack, zack. Vier Seitenteile und der ganze Rest. Wunderbar. Ja, wenn ihr dann soweit seid, stelle ich die Säge jetzt auf 7 Grad ein. Das ist die Schräge der Frontwand. Und jetzt wird spannend. Ich nehme immer zwei Seitenteile, die paare ich, lege die genau aufeinander und sehe zu, dass die Dinger hundertprozentig aufeinander passen. Und jetzt säge ich einfach von den Seitenteilen die Vorderseite ab. Immer zwei Stück, immer gepaart. Könnt ihr euch dann markieren mit einem Bleistift. Damit ist sichergestellt, dass das linke und rechte Seitenteil hundertprozentig den gleichen Winkel haben und alles wunderschön passt. Ja, so sieht das aus, das Sandwich. Nehme ich dann wieder auseinander, markiere mir das, dass die beiden zusammen gesägt wurden und gut. Ja, jetzt kommt das Ober- und Unterteil. Das soll ja auch so eine leichte 7-Grad-Schräge auf einer Seite haben. Das habe ich bisher noch zu lang gelassen. Das male ich mir von Hand auf. Und schneide das jetzt auch mit einem 7-Grad-Winkel ein bisschen länger ab. Warum ein bisschen länger? An die Vorderseite komme ich noch ganz gut ran. Und das kann ich hinterher noch runterschleifen, wenn irgendwas nicht passt. 7 Grad eingestellt, alles schön. Dann erfolgen die Schnitte mit 7-Grad-Winkel. Und damit ist Oberteil und Unterteil dann auch schon halbwegs auf dem Wert, den wir haben wollen. Tja, wunderbar. Zum guten Schluss mal grob zusammengeklebt mit Kreppband, schaue ich, ob alles passt, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier schaue ich gerade, ob die Rückwand wirklich schön ist und wie ihr sehen könnt, so, im Rahmen meiner Möglichkeiten ist das alles so halbwegs in Ordnung.
Ja, jetzt beiße ich erstmal die Außenseiten von dem Lautsprecher. Warum mache ich das denn jetzt schon? Wenn ich es nach dem Verleimen mache, kann es sein, dass Leimreste irgendwo kleben. Ja, und die haben die unangenehme Eigenschaft, die Beize auszusperren. Und das gibt dann so ein fleckiges Aussehen. Dementsprechend, bevor der Leim raufkommt, schon mal vorbeizen. Dann ist die Farbe schon mal im Holz und dann kann nichts schief gehen. Hier tupfe ich noch ein bisschen. Wirkt dann so ein bisschen unregelmäßiger und eigentlich schöner. Bringt ein bisschen mehr Bewegung ins Holz. So, nächster Schritt. Ich lege die Teile mit den Gehungen nach unten nebeneinander, so wie sie nachher gefaltet werden. Den Trick kennt ihr aber, glaube ich, schon von den ganzen Holzfreaks, die es gibt. Dann kontrolliere ich die Rückseite, ob die wirklich in Flucht liegen, die Teile. Und dann wird das Kreppband hier aufgeklebt. Immer jeweils an den Nähten und zusätzlich nochmal lang runter. Setze ich auch nochmal eine Naht. Dementsprechend sollte das dann alles einigermaßen verbunden sein. Und immer nicht vergessen, also diese Seite links jetzt, die kontrolliere ich hier tatsächlich nochmal. Das ist da, wo nachher die Rückwand eingepasst wird, ob das alles in einer Flucht ist. Ja, dann der altberühmte Trick. Wenn das unten verleimt ist, drehen wir das Ganze oben. Leim rein, den Leim etwas verschmieren. Seid ruhig großzügig mit dem Leim. Es kann immer nicht schaden und gerade beim Lautsprecherbau wollt ihr das ja auch dicht haben. Und da solltet ihr schon darauf achten, dass ihr ordentlich Leim drauf habt und keine Lücken. Dann klippi, klappi, klippi, klappi wird das Ganze einfach nur zusammengeklappt. Und ja, zum guten Schluss am Ende kommt dann einfach nochmal ein Streifen Krepppapier rüber. Ja, nicht so wenig wie jetzt bei mir hier, wo ich nur noch ein so ein Streifchen dran mache. Da solltet ihr schon ein bisschen mehr nehmen. Das alles ordentlich sozusagen verspannen rundherum mit Crepe. Ja, und jetzt kommt sozusagen das Finish. Die Rückwand ist ja noch nicht drin. Die leime ich jetzt natürlich auch sofort mit ein. Und das hat auch einen Grund. Die ist ja wunderbar schön auf 90 Grad Winkel geschnitten. Und die sorgt jetzt eigentlich dafür, wenn die eingepasst ist, dass der restliche Korpus wirklich rechtwinklig steht, dass da nicht irgendwo so ein Parallelogramm oder sowas entstanden ist. Ist unter Umständen auch eine Sache, da solltet ihr darauf achten. Jo, hinein das gute Stück und ein bisschen anpressen, schauen, ob alles sitzt. Der Leim kommt überall ein bisschen raus, da ist also satt Leim drin. Jo, und fertig ist dieser Korpus. Und der soll natürlich vernünftig trocknen, das heißt, das Ganze wird noch mit Zwing fixiert. Ich sage extra fixiert. Wenn ihr die Zwing zu stark anzieht, dann drückt ihr diese Nähte wieder so ein bisschen auseinander. Also ihr solltet da schon, ja, also nach fest kommt ab, ne? Die Zwing halt nur leicht ansetzen, dass die Nähte ordentlich zu sind und dass nichts verrutscht. Rückwand müssen wir auch verzwingen, ganz klar. Das mache ich jetzt hier gerade noch. Und habe da so ein Hilfsbrettchen zwischen. Ja, und fertig ist der Korpus. Alles schön. Das sind dann 187 mm mittig ungefähr. Also 1,87. Alter, ich bin echt zu blöde. Scheiß. Ja, Freunde der Nacht, das habe ich euch gerade wunderbar gezeigt, wie man hier so eine Rückwand einpasst. Schön auf Gehrung, alles schön, alles versenkt, sieht toll aus. Ja, dann fällt dem kleinen Frankie mal auf, dass er einfach zu blöd ist, ein Volumen zu berechnen. Irgendwo habe ich einen Bock geschossen hier in meiner Berechnung. Ja, vergisst, dass ich euch gezeigt habe, wie man so eine Rückwand einpasst. Ich werde diese Rückwand wieder aussägen und werde hinten dann einfach ein Abschlussbrett draufsetzen. Dann habe ich hier schon mal Volumen gewonnen. Und vorne hatte ich eigentlich vor, da sollte 18 mm Frontwand drauf. Die werde ich jetzt doppelt so dick machen und auch innen hohl. Dann werde ich da auch nochmal Volumen gewinnen. Und dann komme ich wieder auf das Volumen etwa, was ich haben wollte, weil das Ding ist jetzt zu klein. Ich schaue mir das nach dem Verleimen an und denke mir so: Frank, 9 bis 10 Liter wolltest du haben, das hat das Ding aber nicht. Ich bin behämmert. So was, ich mache weiter.
Ja, nachdem nun unweigerlich feststeht, dass ich die Intelligenz vom Stück fehlt, wie ich habe, werde ich jetzt leider neben der Front auch den Rücken schneiden müssen, und zwar auf 18,2 cm, also 182 mm. Die Front ist für 180 geplant. Dann habe ich links und rechts gleich noch einen kleinen Überstand. Ja, hier schiebe ich die Bretter dann wunderbar erstmal durch, zack, zack. Alles abgelenkt auf die besagten 182 mm. Und wenn ich die Brettchen soweit gesägt habe, dann begebe ich mich wieder zur Kappsäge. Ja, und säge die, ja, in diesem Fall den Rücken erstmal auch grob vor. Also das heißt, dass er auch ein bisschen übersteht nachher auf der gesamten Länge der Box. Weil wegnehmen kann man immer, anflicken ist immer schwer. Dann stelle ich die Kappsäge wieder auf diese 7 Grad ein. Das hatten wir ja schon. Für die Front, die muss ja einen kleinen Winkel dran haben, weil die Box schräg wird. Und ja, wenn das dann auch irgendwann mal erledigt ist, kann ich auch beigehen, auf der Kappsäge die Fronten sozusagen abzulenken, die 2 Stück. Zusätzlich zu der ganzen Geschichte schneide ich mir noch 4 Stäbchen ab. Die habe ich jetzt gleich hier in der Hand. Und diese 4 Stäbchen kürze ich ein bisschen ein. Das sind 4 hier auf einmal hier. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Und zwar wollte ich die Front ja so ein bisschen aufdoppeln, also so Hohlraum entstehen lassen. Und das sind die Stöckchen, die oben und unten jeweils rankommen. So, die sind jetzt schon eingekürzt. Und ja, auf der linken und rechten Seite kommt jeweils noch ein Stab daneben. Den habe ich auch schon abgesägt gehabt. Ein Reststück passt wunderbar rein. Jo, und dann zack, zack, Leim nehmen und den ganzen Ranz festmachen. Ja, und eindeutig zeigt sich hier, man kann niemals, aber auch wirklich niemals genug Leimzwingen haben. Und ja, wann immer ich im Baumarkt bin, nehme ich gleich mal so ein Ding mit. Der Leim quillt hier raus. Wischt ihn bitte gleich ab mit einem feuchten Lappen. Wenn er hart ist, ist Mist. Gleichzeitig mache ich jetzt noch die Seitenleisten. Und jetzt könnt ihr schon erkennen, bildet sich da dieser Hohlraum, mit dem ich habe es ausgerechnet, 0,6 weitere Liter bekomme. Und ja, jetzt wird es grausam. Was ich da anzeichne, könnt ihr euch sicher schon denken. Ich habe ja gesagt, die Rückwand muss wieder raus, damit ich auch da 0,6 Liter mehr bekomme. Tja, eigentlich müsste ich jetzt traurige Musik hier einspielen, aber es hilft nichts. Ist halt doof. Stichsäge zur Hand, ausgesägt. Genießt die Bilder, ich habe mich so geärgert. Tja, zum guten Schluss, hau weg die Scheiße. Okay. Jetzt bilde ich eine sogenannte Schattenfuge. Das heißt, den Korpus, da wo später Front und Rücken aufgeleimt wird, da mache ich so eine kleine Faser dran, weil es dann einfach schöner wirkt, wenn da so eine kleine Fuge drin ist. Wenn man es glatt aufklebt, dann wird das eh meist nie was. Dann schnappe ich mir die Front und werde da jetzt mal einzeichnen, die Stellen, wo der Hochtöner später hin soll. Und auch da, wo der Bass später hin soll. Ja, mit dem Zirkel kann man das jetzt aufmalen, wenn man mit der Stichsäge arbeiten möchte. Ich habe es einfach mal aufgemalt, weil es schön aussieht. Ich wollte wissen, wie das proportioniert ist auf der Front. Das gefiel mir so ganz gut. Also Löcher rein, 2 Stück für den Fräszirkel. Vorher werde ich noch mal erstmal hier die Chassis auswechseln, messen meine ich. In dem Fall den Hochtöner. Ich stelle mir danach dann den Fräszirkel ein. Schön festziehen. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Fräsen. Macht immer eine Riesensauerei. Jo, aber wo gehobelt wird, fallen halt Späne, und wo gefräst wird auch. Also die Einfräsung für Hochtöner und jetzt in diesem Fall den Bass hier werden vorgenommen. Dann das, was ich nicht brauche, raussägen. Für den Hochtöner hat noch die Lochsäge gereicht. Hier mache ich das noch ein bisschen hübsch. Und der Bass ist halt so groß, dass ich keine Lochsäge habe. Da musste ich die Stichsäge herhalten. Meine gute alte Bosch. Okay. Wenn das gute Stück rausgesägt ist, auch hier wieder mit einem scharfen Stechbeitel die Überstände entfernen. Bisschen säubern. Ja, und den Rest nimmt nachher das Dichtband auf, was dazwischen kommt. Jetzt kommt das Schönste eigentlich. Einfach mal schauen. Einfach mal schauen, wie es so aussieht. Ja, herrlich. Okay.
Ja, dann kommt die berühmte Flachdübelfräse, die auch schon auf 26.000 Bastlerkanälen zu sehen war, zum Einsatz. Also ich möchte es auch nicht mehr missen, das gute Stück. Es ist einfach grandios, mit so einer Flachdübelfräse zu arbeiten. Jetzt fällt euch sicher auf, ich habe die Fronten etwas breiter geschnitten, als der Korpus ist. Dementsprechend ist das eine Sache, die das klemmt nachher so ein bisschen, wenn man es zusammensteckt, aber es passt zusammen. Ihr müsst die ganze Geschichte, wenn ihr sie gefräst habt und gleich leimt, dann so ein bisschen ja, entweder mit dem Hammer einschlagen, dass es über die Flachdübel rüber rutscht, oder wie ich es gleich mache, mit einer Zwinge so ein bisschen das Ganze zusammenpressen. Wenn ihr jetzt ganz genau aufpasst, der Rücken ist da unten schon drin übrigens. So, was ich jetzt noch mache, ist immer eine Wurst aus Montagekleber zur Innenseite hin. Dann, damit wird dann sichergestellt, dass jegliche Unebenheit ausgefüllt wird und die Box nachher luftdicht ist. Wichtiger Punkt. Ja, hier wie gesagt mit der Zwinge etwas nachhelfen beim Zusammenpressen, weil die Front halt wie gesagt etwas breiter ist als der Korpus, passen die Flachdübel nicht ganz aufeinander. Aber mein Gott, das geht auch so, wenn man es nicht übertreibt mit der Breite. Ich habe jetzt so ungefähr 1,5 mm mehr mir gegönnt für die Front und das rutscht dann auch schon zusammen. Da quillt der Leim raus, alles wunderbar. So, und wenn das alles soweit erstmal grob zusammengepresst ist, nehme ich das erste Mal Leim ab. Seid da sorgfältig, nehmt es auch schön aus der Nut raus. Zur Not kratzt nochmal mit einer Schraubenzieherklinge durch. Und dann kann der gute Korpus mit Front und Rücken und allem zusammengezwingt werden. Wieder alle Zwingen im Einsatz hier. Und hinterher nochmal bitte das, was noch rausgequetscht ist an Leim, entfernen. Wichtiger Punkt. Ja, dann kommt der Bündigfräser ins Spiel. Den kennt ihr sicher auch, der mit dem Anlaufring. Und ja, weil es oben halt schräg ist, kann ich mit dem Bündigfräser nicht arbeiten. Da muss der Bandschleifer ran herhalten und das Ganze schön auf Höhe des Korpus abschleifen. Überall eine 45 Grad Phase dran mache ich. Dann sieht das Gehäuse etwas gefälliger aus. Das klappt auch sehr gut mit so einem 45 Grad Bündigfräser. Ist eine schicke Sache. Ja, und damit ist der Korpus schon recht weit, muss man einfach sagen. Wenn das alles soweit hübsch ist und passt, dann ist Schleifen angesagt, und zwar mit der Maschine und natürlich auch, es hilft nichts, von Hand. Wenn das alles soweit hübsch ist, ja, dann, meine lieben Freunde, wird geölt. Ja, der Korpus, den hatte ich ja so auf Eiche hell gebeizt. Ich verrate es euch jetzt schon mal. Ich schleife das alles dann nochmal runter. Die Farbe gefiel mir einfach nicht. Und ansonsten würde ich sagen, nächstes Mal ist es durchgetrocknet. Da werden wir dann die Dämmung reinmachen, die Chassis einbauen und dann wird die Frequenzweiche entwickelt. Ciao, ciao!